Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ein kurzes Breaking News Update. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, die Alpha 3.3 ist jetzt für alle Backer im PTU verfügbar. Das heißt, jeder, der für das Crowdfunding-Projekt gepledged hat, hat jetzt die Möglichkeit, die neue Alpha 3.3 in der Testversion herunterzuladen. Noch vor dem aktuellen wirklichen Live-Release, der dann kommen wird. Denkt daran, ihr müsst dafür ein paar extra Schritte machen. Das passiert nicht automatisch über den RSI-Launcher, den ihr sowieso habt für den Live-Patch. Dort könnt ihr weiterhin Alpha 3.2 spielen, bis der eben ersetzt wird durch den 3.3-Patch. Wenn ihr in das PTU wollt, dann müsst ihr als allererstes mal euch auf der RSI-Seite einloggen, dort auf Account gehen, also mein Account, ne, in der rechten Seite, und dann auf Settings. In diesen Settings werdet ihr auf eine Seite geleitet. Ich kann euch das leider nicht wirklich zeigen, weil da sind leider sehr, sehr viele Informationen, die ich sonst komplett ausgrauen müsste. Und das kann sich jeder von euch selber sehr schnell angucken. Wenn ihr auf Settings seid, linke Seite im Menü, ganz unten gibt es Public Test Universe. Das sollte jetzt schön leuchten. Und wenn ihr da draufklickt, dann habt ihr dort die Möglichkeit, euren Account zu kopieren. Es gibt quasi von dem PTU eine Art Mirror, eine Art Spiegel, wo alles gespiegelt wird auf die PTU-Seite, als wenn das quasi ein Live-Patch wäre, aber eben er ist trotzdem nur in einem Sandbox-Modus. Und das bedeutet, ihr könnt dort euren Account kopieren, in eurem RSI-Account selbst einmal auf PTU kopieren, dann müsstet ihr eine Mail bekommen. Und diese Mail läuft bei der Mailadresse ein, die ihr bei RSI angegeben habt. Und das kann manchmal ein bisschen dauern, bis diese Mail wirklich ankommt. Je nachdem, wie viele Leute gerade auf Copy geklickt haben, braucht der Mail-Server ein bisschen, um das nacheinander rauszuschicken. Diese ist aber entscheidend. Ohne die Mail könnt ihr noch nichts machen, denn da ist euer PTU-Passwort drin. Dieses braucht ihr, um euch sowohl auf der RSI-PTU-Seite einzuloggen, zum Beispiel um Sachen im Issue-Council zu hinterlassen oder auch die Patch-Notes zu lesen, und ihr braucht es für den Launcher vom PTU. Der ist, wie gesagt, separat zu dem, den man für den Live-Release hat. Auch über die PTU-Seite von Cloud Imperium Games findet ihr den Launcher dann zum Download. Dann könnt ihr einfach erstmal den PTU-Launcher runterladen. Ihr könnt dann, wenn ihr eure E-Mail erhalten habt, mit eurem Passwort da draus, euch einloggen. Das heißt, ihr nehmt euren ganz normalen Login-ID von Star Citizen, von RSI, packt da drunter dann das Passwort, was ihr über die Mail vom PTU zugeschickt bekommen habt, und dann loggt ihr euch ein und ladet dann den Patch herunter. Wenn ihr schon oder noch den Alpha 3.2 PTU Patch gespeichert habt, wenn der noch da ist, dann geht das relativ fix, weil ihr dann nur noch updaten müsst. Das sind dann so in etwa 3-4 GB. Wenn ihr keinen PTU-Patch mehr heruntergeladen habt, dann sind das an die 30 GB, die ihr jetzt neu runterladen muss. Als kleiner Trick, wenn ihr euch bei Spectrum ein bisschen umguckt und bei Reddit, ohne dass ich da jetzt groß ins Detail gehen möchte, ihr könnt auch euren Live-Patch kopieren, also einfach wirklich rauskopieren aus den Verzeichnissen, rein ins PTU-Verzeichnis und dann das Ganze updaten lassen. Dafür müsst ihr aber erstmal einmal kurz den Launcher, den PTU-Launcher gestartet haben. Der muss einmal kurz gestartet sein und muss angefangen haben, runterzuladen. Dann legt ihr nämlich seine Ordnerstruktur an und die ersetzt ihr dann durch den Live-Patch, den 3.2er-Patch, und dann braucht er damit nur noch ein Upgrade runterladen. Ist ein bisschen komplizierter, aber ihr könnt auf jeden Fall ein bisschen Zeit sparen, gerade wenn ihr keine sehr, sehr schnelle Internetleitung habt. So 30 GB dauert ja dann doch so eine Zeit, bis das runtergeladen ist. Aber da informiert euch nochmal bei Reddit oder in den Communities. Ihr könnt auch gerne bei uns im Crashcore-Forum schreiben, wie geht denn das, da wird euch auf jeden Fall auch geholfen. Ihr findet genug Leute, die euch das im Detail erklären können. Hier nur als Möglichkeit, ihr könnt eben auch den Live-Patch benutzen, um das Ganze schneller runterzuladen. Oder eben, ihr habt noch den alten PTU-Patch da, das war bei mir so, dann könnt ihr den auf jeden Fall benutzen und dauert das Ganze eben nicht so lange. Ansonsten, wie gesagt, wenn man es ganz komplett frisch macht, hat man so um die 30 GB, die man da runterladen muss. Ja, und wenn das dann soweit ist, dann denkt daran, es ist nach wie vor ein PTU-Patch und das ist wiederum ein PTU-Patch von einem Alpha-Patch, ja, also von einem frühen Alpha, von einer frühen Alpha-Version. Das heißt, ihr dürft euch darauf einstellen, dass ihr noch mit einigem an Bugs konfrontiert werdet, einige Crashes habt und alles noch nicht so richtig so rund läuft, wie man das sich vielleicht für einen Live-Patch oder gar für ein Spiel wirklich vorstellen würde. Also stellt euch darauf ein, dass da noch ein bisschen was zu tun ist und dass da noch einiges nicht so hundertprozentig funktioniert, wie es sein soll. Aber ansonsten könnt ihr auf jeden Fall schon mal die neue schöne Performance testen. Die ist nämlich wirklich deutlich besser und es zieht sich fast durch alle Berichte, die ich habe. Ja, und in dem Sinne
Sinne würde ich euch auch bitten, schreibt doch einfach mal drunter, wie es jetzt für euch läuft. Was hat sich für euch verändert? Was funktioniert noch nicht alles und was vielleicht funktioniert schon? Wovon seid ihr begeistert und wo wartet ihr noch drauf, dass es richtig umgesetzt wird? Da freue ich mich natürlich, ganz viele Kommentare zu lesen. Und ja, hoffe, dass ihr alle ganz viel Spaß jetzt habt mit der PTU-Version. Die wird, wie gesagt, Stück für Stück dann verbessert und irgendwann heißt es dann, dieser Patch ist live. Und da kann man ihn auch ganz neu und wie man es gewohnt ist, ersetzen über den normalen Launcher. Dann, wenn der Patch live ist, braucht ihr euren PTU-Launcher nicht mehr. Es sei denn, ihr wollt ihn aufheben für die 3.4 oder die 3.3.5, die ja dann irgendwann kommen werden. In dem Sinne, viel Spaß beim Testen der neuen Inhalte. Was alles drin ist, war ja auch schon in unserem letzten Video zum PTU-Release an sich. Und ja, von da aus hoffe ich, dass ihr riesen Freude habt jetzt am Wochenende und darauf die Tage hinaus, bis dieser Patch dann live ist. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann mal bei Twitch, wenn wir auch wieder Let's Playen und natürlich hier wieder auf dem Channel, wenn ihr weiter einschaltet. Wir werden auf jeden Fall weiter berichten. Stück für Stück werden wir jetzt auch die CitizenCon aufholen. Sobald das Material vollständig da ist bei YouTube von CIG selbst, werden wir das ein bisschen aufarbeiten und auf diese Art und Weise mal einen Blick dahinter werfen, was es alles so gibt. Und die Wochenzusammenfassung kommt natürlich auch noch morgen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Schönen Dank fürs Zuschauen. Schreibt uns viele Kommentare. Unterstützt uns gerne mit einem Abo. Und ansonsten, see you on the flight deck. Sawyer out.